Ey, ich bin gerade so sauer auf Peter, gell? Ich block den jetzt. Ist es heftig, Digga. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting. Was geht YouTube? Was geht YouTube? Das sagt er nämlich immer. In unserem heutigen Video dachte ich mir, okay, ich nehme einfach mal den Jonas hierher. Meine Wohnung nimmst du mir mal. Ja, ich dachte mir, ey, komm mal in meine Wohnung hier in Berlin. Du kannst mal gerne hier mal chillen und so. Sieht richtig geil hier aus. Vor allem ja, wir haben hier so ein Einhorn. Okay. In unserem heutigen Video dachten wir, wir werden eine WhatsApp-Prank-Challenge starten. Jonas und ich, wir werden einfach 5 Kontakte anschreiben. Also er wird 5 Kontakte anschreiben, ich werde 5 Kontakte anschreiben. Was machst du? Das ist Can, das mache ich immer. Okay. Machen wir das jetzt eigentlich so, weißt du? Jeder sich selbst. Also ich gebe jetzt nicht mein Handy in die Hand und du machst es. Okay, alles klar, okay. Ja. Wir werden auf jeden Fall 5 Kontakten schreiben. Er wird 5 Kontakten schreiben, ich werde 5 Kontakten schreiben. Wir haben 5 Begriffe. Die Begriffe sind... Also man muss dazu sagen, es ist jetzt ein bisschen schwer, das zu lesen, weil Cans Rechtschreibung komplett für den Arsch ist. Hier steht aber Teppich. Teppich, Ventilator mit W geschrieben natürlich, Auto, Tampon und Gleitmittel, Gleit mit D. Okay, aber ihr wisst, was gemeint ist. Warum bist du so eine... Was denn? Wir müssen auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir diese 5 Begriffe von der Person wieder zurückbekommen. Aber du darfst halt nicht schreiben so, Digga, schreib mir mal, was mit A anfängt und mit Uto auf. Ja, genau, genau, das ist Schummeln. Und jeder von uns hat immer nur eine Minute Zeit. Fangen wir an? Ja. Fangen wir an, let's do it, let's go. Und los. Also, ich habe geschrieben, Alex will ganz kurz hierauf antworten. Was legt man auf den Boden? Ist oft weich mit Mustern, damit der Boden nicht so kalt ist. Das ist irgendwie so ein Flach. Komm wieder online, Alex. Du warst doch gerade online. Alex. Pech gehabt, okay. Pech. Ah. Oha. Oha. Oha, hat man das auf Video hier. Der ist einfach in allem besser als ich. Und los. Jan, ich bin gerade in der Stadt und versuche, das Ding auf dem Wohnzimmerboden zu erklären. Mir fällt das Wort nicht ein. Ist weich. Heftig. Du weißt was, Jan? Ich blogge jetzt einfach alle meine Kunden. Und? Ja, scheiße. Komm jetzt. Verloren. Das zweite Wort, Leute, ist Ventilator. Jonas hat natürlich den Vortritt. Julia. Los. Okay, ich habe es gerade an Julia gesendet. Julia, wie nennt man das Gerät, das man im Sommer in sein Zimmer stellt, damit man durch den Schäden mitgekühlt wird. Das darf ich. Ja! Wow! Richtig! 1, 2, 3. Hallo Peter, wie heißt das Ding, das sich dreht im Sommer? Bitte, die Nachricht darf nicht... Ah. Ey, der hat's aber sofort empfangen, ne? Peter, was machst du? Peter ist gerade auf dem Klo und sein Handy liegt noch auf dem Schreibtisch. Peter. Peter, Mann. Was? Oh nein, ist online! Ja! Oh nein! Really, nigga? Schnell! Really, nigga? Peter! Peter, was ist los bei dir, Mann? Ey, das ist voll schlimm, da kann man voll die Panik sehen. Er kam einfach online. Auto, das muss man irgendwie hinkriegen. Ziemlich easy. Ey, ich bin gerade so sauer auf Peter, gell? Ich block den jetzt. Ich hab die ganze Zeit gedacht, so, okay, der Jonas verliert safe. Spar dir dein Grinsen, ja? Eiskalt. Okay, bereit? 1, 2, 3. Okay. Aaron, ist wichtig. Wie nennen sich die Dinger, die auf der Straße fahren und 4 Reifen haben? Wichtig. Er hat direkt gesagt, komm. Aaron, das klingt wie ein Flachwitz. Flachwitz oder nicht? Yo, Auto! Ah! Yo! Yo! Aaron, danke, Mann, danke. Du hast mir. Danke für dieses. Danke, Aaron. Perfekt. Alter, 2 Punkte Challenge, 2:0, Digga. Danke. Ich glaube, ich gehe wieder rein, sorry. Hey, warte. Aber einfach, das war instant. Nach 10 Sekunden habe ich die Antwort gehabt. Scheiße. Ich setze darauf, dass Natascha die Nachricht einfach niemals bekommt. Du bist echt eine kleine 4 Reifen auf der Straße, Benzin befüllt. Ziemlich easy, ist wichtig. Namla! Ey, ich habe verloren. Safe. Das war das angekommen, Antwort. Ist online. Spaß. Ja. Jonas! Was zur Hölle? Ich hasse dich gerade so abgrundtief. Ganz schlecht aus. Damit kann ich schon, ist so unentschieden. Mit 3:0 will ich dich abziehen. Leute, das vierte Wort ist Tampon. Wenn jetzt Jonas einen Punkt macht, dann ist es safe, dass er gewonnen hat. Let's do it. Hey, das macht eigentlich schon Fun, ne? 1, 2, 3. Ich habe geschrieben, hey Edwin, gerade sehr wichtig. Wie nennt sich das Ding mit der Schnur dran, was sich Frauen einführen, wenn sie ihre Tage haben? Bitte, Edwin, bitte komm online. Bitte nicht. Oh no. Und stopp. Ach, scheiße. Und los. Was für eine Alternative gibt es außer einer Binde? Brauche ich jetzt. Oh scheiße, ich wollte eigentlich schreiben, brauche jetzt eine Antwort. Jetzt kommt die Antwort, nein. Safe, bitte schreib einen richtig langen Text an. No. Safe, komm jetzt, Mann. Annika, los. Ja! Ich raste komplett aus. Das ist schon heftig, Digga. Der letzte Begriff ist jetzt Gleitmittel und Gleitcreme. Das geht okay, alles klar. Durch. Free. Es geht um Leben und Tod und ein Wort ist gesucht. Nicht erschrecken, ist jetzt was weird. Aber wie nennt man das Zeug, das man beim Sex benutzt, wenn es zu trocken ist? Wichtig, brauche es jetzt. Bitte! Die ist nicht online. Die kommt nicht online, Leute. Sie kommt nicht online. Ich bin noch 5 Sekunden extra, ja? Loser-Rabatt. Halt Maul, ich brauche die nicht. Und stopp, sorry. Alter, was wird das für ein heftiger Text? Ja, ja. Ist ein...
3. Alina, ein Wortspiel. Es ist ein Wort zusammengesetzt aus zwei Worten. Bitte löse so schnell wie möglich das Rätsel. Auf der Schlittschuhbahn XY, meine Schlittschuhe. B, deutsches Sprichwort, Mittel zum Zweck, XY zum Zweck. Ist ein Zusatz, damit es futscht beim Sex. Komm jetzt online, du Bitch. Ich blocke dich. Okay, du kriegst 5 Zusatzsekunden. Ah! Jonas, wie weißt du, wenn wir irgendwas anderes machen? Ich sollte wenigstens einen Zusatzmittel wegen Kreativität irgendwie kriegen. So, weißt du, so einen Punkt oder so. Punkt für Kreativität. Nee. So Leute, das war's auch schon mit unserem Video. Hoffentlich hat euch das Video gefallen. Das hat es. Und gebt uns auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn ihr mehr sehen wollt. Der wundert sich so die ganze Zeit, warum ich so überaktiv bin. Was passiert da? Was passiert da? Was macht Jan? Auf Jonas Kanal haben wir noch ein zusätzliches Video gedreht. Und zwar eine, auch so eine Challenge. Ja, fast das gleiche, nur mit ein paar anderen Challenges. Genau. Auf jeden Fall so ein Jonas vs. Jan oder Just Jan Video. Ja. Checkt es auf jeden Fall ab. Abonniert auf jeden Fall seinen Account. Abonniert auf jeden Fall ihren Account. Das ist Lena, die saß die ganze Zeit super schön in der Ecke. Und falls ihr schon eine Idee habt, Leute, dann schreibt mal bitte unten in die Kommentare, was wir als nächstes so trinken können. So eine Challenge oder so. Irgendwie so ein Wettbewerb oder sowas auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, adios amigos, bis irgendwann. Abonniert auf meinen Kanal, dann weiß ich, wann ich das nächste Mal ein Video hochlade. Meine kleinen Bichitos. Ciao. Bye. Ciao.